So, dann nutzen wir 0:52 mal noch die Zeit zum Upgraden. Übrigens, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist. Ich fühle mich so allein irgendwie. Also, das klingt jetzt komisch, aber ich fühle mich echt allein aktuell. Ich meine, jeder der Gilde ist offline mittlerweile. Holy shit, so die meisten. Es ist halt echt verrückt, wenn man so drüber nachdenkt. So früher haben wir einfach alle gesuchtet bis zum Umfallen, halt, weil wir einfach jung waren, weil wir Schule hatten oder auch Ferien hatten oder sonst irgendwas. Und jetzt gehen halt alle arbeiten, keiner hat mehr Zeit für irgendwas und so. Holy shit, das ist echt. Also, bei mir ist jetzt gerade irgendwie so nach und nach ein bisschen die Realisation ein, dass es halt echt, dass so viel Zeit vergangen ist und so viel. Na, ich weiß es nicht. Es ist. Boah, es ist echt ganz komisch. Es fühlt sich wirklich komisch an. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Plus 7 sogar schon? Wow, okay, nice. 66 Gearscore? Wait, das geht. Das bringt mehr, oder? Ich glaube hier, das Dark Silence bringt sogar. Ja, es müsste mehr bringen. Also, wenn wir halt nicht so viel Pech hatten. Plus 8, 77. Wobei. Schwer zu sagen. Bin mal gespannt. Bin mal sehr gespannt. Momentan haben wir nur Pech, das ist auch super. 88 Gearscore. 99 Gearscore. Nee, bringt nicht mehr Gearscore. 31 Int auf plus 18. Oder? Plus 18, genau. Ich bin mal gespannt, was das bringt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Deswegen wird das schon nochmal interessant. Okay, plus 11 mit 19 Int und 4 Cast Time, by the way, schon. Na komm, jetzt gönn doch endlich. 22 und mehr. Und 15 Gearscore, ja. Na komm. 120 Tries, wir müssen ja wirklich nicht viel bekommen irgendwie. Plus 13, plus 14 Instant, okay, plus 28 Int mittlerweile. Ab plus 15 haben wir wahrscheinlich sogar gleich viel, oder vielleicht sogar mehr Int als auf dem aktuellen Teil. Das ist schon mal recht angenehm. Okay. So, machen wir mal so ja, ein paar auf. Ja, also 284 Tries, genau, das ist glaube ich ganz gut. Okay, ich bin nicht allein hier. Levelt hier wirklich noch jemand um die Zeit? Nein, oder? Nee, das sind nur die kleinen Buffs. Nice, plus 15, 31 und super. 6% Custom versus 4% Custom. 148. Okay, Gearscore ist exakt 1 zu 1 gleich. Naja. Wait, warte mal ganz kurz. Ich muss schon das Ding auf plus 20 upen, oder? Ich kann es nicht direkt auf Ulti machen. Also, es macht halt. Wir können es nicht machen, wenn man es halt müsste, oder wenn man es nicht müsste, aber. Das Ding hier. Einmal. Okay. War gerade irgendwie nicht eine Info? Okay. Na gut, also wir müssen auf alle Fälle plus 20 machen. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Das wäre natürlich ein bisschen krass. Aber klar. Alles andere wäre natürlich auch irgendwie ein bisschen komisch. Okay. So, weiter geht's. Nee, ich muss schon echt sagen, es fühlt sich komisch an mittlerweile. So, die meisten Leute sind einfach nicht mehr so wirklich halt da, wie sonst halt irgendwie. Ich meine, klar, zum Season-Start sind alle am Start, alle nehmen sich Urlaub und so. Und ich denke mir immer so, boah, voll cool und so, wirklich so das alte Feeling, einfach so die Leute von damals halt einfach, jeder ist am Suchten, jeder hat Zeit, jeder ist immer da und so. Und nach 2 Wochen merke ich halt so, okay, die haben sich halt einfach einen Urlaub genommen und danach ist keiner mehr da. Natürlich, ich meine, ich spiele natürlich noch immer nach der Arbeit und so, aber dieses Klassische, so, man kommt von der Schule oder die kommen alle von der Schule, dann ist es online und so, ab 13 Uhr zum Beispiel, davon ist es einfach, also das ist halt absolut nicht der Fall, leider. Und ja, das ist halt irgendwie schon echt traurig. Also ich, was soll ich sagen?
Ich finde es schon ein bisschen traurig. Also ich traue dem Ganzen schon echt ein bisschen nach. Es ist schon echt so eine Sache, wo ich mir wieder so denke, so, irgendwie, das war früher einfach besser, oder? Es war früher einfach besser. Also vielleicht lebe ich generell zu sehr in der Vergangenheit, das sagt mir irgendwie jeder immer wieder. Aber nein, ist bloß 18. Aber irgendwie ja, es ist, ich weiß nicht, es ist ganz komisch. Ich merke halt einfach wieder so, dass damals alles besser war. Damals war wirklich Miss Upgrade Achievement unlocked. Ah, was bekommen wahrscheinlich, oder? Nice. Damals war einfach alles so viel angenehmer, so viel entspannter. Jeder hatte einfach mehr Zeit, jeder war da. Die Leute waren anders drauf. Nice plus 19 sogar schon, sehr gut. Das waren so ungefähr 300 Tries erst. Das ist sogar sehr wenig bisher. Also 60 in bekommen scheinbar und so 10% oder 9% Cast wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja, es hat sich schon echt sehr viel geändert im Gegensatz zu damals. Also, ich vermisse die Zeit von damals. Man hat mir damals viel Spaß. Und viel Zeit und alles war so unbeschwert und einfach noch. Und nichts war so. Alles konnte, aber nichts musste. Wisst ihr, was ich meine? Es war einfach besser. Das Leben damals war einfach entspannter. Immer noch plus 19? Oh, come on. Oh, plus 20. Jawohl, nice. 60 in 10% Cast-Time. Sehr, sehr, sehr gut. Komm, jetzt probieren wir es mit Magical Power aus. Ich glaube nämlich schon, dass es auch noch ein bisschen was bringt. 33 Magic Power. 39. Ich meine, der ganze Shit muss eh auf plus 10. Von dem her ist es eigentlich egal. 53 Magic Power, okay. Ging gleich 2 Stufen hoch. Nice, wieder 2 Stufen, plus 9 schon. 173 Magic Power. Was bringt die aktuell? 220, lol. Nein, kein Cheer. Okay, lass uns mal kurz was testen. Okay, es bringt keine Attack. Muss aber nicht heißen, dass es nichts bringt. Das muss gar nichts heißen. Es ist halt Fly und das ist halt ein bisschen komisch, aber mit sehr Wahrscheinlichkeit bringt es trotzdem irgendwas. So, Accessory Upgrades. Oh Gott. War es nicht so ein Donating oder so? Weil a weapon model skin has to be older than Behemoth? Lol. Wait, haben die Gloss für jede Waffe damals einzeln gemacht? What? Ernsthaft? Okay, das ist krass. Das ist krass, das habe ich nicht erwartet. Lol. 338 haben wir schon. What the fuck? Okay, ist einfach viel stärker als andere. Sehr viel stärker. Hä, okay, das ist natürlich auch schon wieder absolut krank. Das ist wirklich krank. Alter, 400. Also ich weiß natürlich schon noch, wir haben immer so das Problem, oder die Sache gehabt, die Demolz zum Beispiel, die waren immer so stark. Die waren wirklich, wirklich stark. Und die haben auch wirklich richtig viel ausgemacht und so. Ich weiß nicht genau, wie viel das hier Magic Power bringt. Aber naja, wenn es auch nur ansatzweise so viel bringt. Plus 16. 520 schon.
Wisst ihr was? Wir gehen gleich mal in die PvP-Arena und testen einfach mal, wie das ausmacht. Weil, warum halt nicht? Ich weiß, die Upgrade-Folgen sind ein bisschen langweilig und so. Langweilig und langsam, so muss man sagen. Aber so allgemein, ja, man kann ein bisschen drüber reden, über andere Sachen und so. Waren es übrigens schon 10 Perlen, die wir gerade ausgegeben haben dafür. Plus 17, sehr gut. Ich bin gerade am überlegen, ob wir es überhaupt schaffen auf plus 20, das Ganze. Wobei, lass mal überlegen, wir haben, Geld sollte, Geld könnte knapp werden. Ich meine, wir können schon, wir hatten jetzt halt viel Pech und so. In Game Donate Store, oder? Ja, genau. Also vorher waren es ungefähr, sagen wir so, 7 Perigen für einen Ring plus 20. 7 mal 4, 28 Perigen würde eigentlich locker aufgeben. Ich meine, natürlich waren es sehr lucky, glaube ich. Oh. Gut, das waren es 5 Perien. Naja, okay, hier machen wir einfach mal kurz die Ding. Ach nee, ich hab kein Ding. Shit, ich brauche. Machen wir kurz AOE. 74, 7. Nee, mach mal Rake. Rake, glaube ich, ist ein bisschen aussagekräftiger. 436,2k. Nein. So. 4k mehr Damage? Willst du mich verarschen? Warum verschwende ich hier für Geld? Warum ist es so mies? The fuck? Das bringt doch mal gar nichts. 4k Damage für einen plus 18 Ring? Sonst nichts? Das ist ja mal. Boah. Holy shit, das ist ja richtig mies. Also wenn ich das Ding nicht auf bis 20 ab müsste, dann würde ich es nicht machen. Boah, ist das ein Scheiß. Uff. Was sucht ihr noch für Armor? Ich weiß nicht, was er sucht, keine Ahnung. Der hat auf der Suche nach irgendwas ganz Spezielles, was auch immer das ist. Naja. Gut, ich würde mal sagen, ich beende mal die Folge, ich mache den Rest offscreen, weil ich glaube, also man kann nicht wirklich viel drüber reden. Man kann natürlich über Gott und die Welt reden und so, aber das ist jetzt halt auch nicht so geil irgendwie, oder? Ja. Naja. Genau. Okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ja, ich habe jetzt fast 6000 Gearscore. Mir fehlen wirklich noch 5 Gearscore, um Crystal Demon zu farmen. Welcher eben sehr wichtig ist für, ja, das Ding hier. Ich meine, ich kann mir auch eine Attack Necklace kaufen, aber ich weiß halt nicht. Ich denke halt, eine PvE Necklace, glaube ich, macht halt zu viel Unterschied. Deswegen werden wir halt schon da bleiben, beziehungsweise zumindest versuchen. Genau, mir kam gerade noch die Idee, ich habe zwar kaum Geld, aber wir können nochmal die Waffe rerollen. Wir haben nämlich nur 65% hier auf den Attack. Bringt uns zwar keinen Gearscore und bringt uns auch nicht wirklich weiter, aber ich vergesse es die ganze Zeit und deswegen machen wir es direkt. Ist irgendwie mega billig. Safe Reroll. Wer braucht denn Safe Reroll? Pff. Oh, 82%. Jetzt brauchen wir vielleicht Safe Reroll.
Probieren wir es nochmal, ich überlege gerade. 6% mehr haben wir gerade bekommen, oder? Probieren wir es ein, zwei Mal vielleicht? 43%. 30%. Ja, ein bisschen probieren wir noch. 30%. 30%. 30%. What the fuck, okay. Naja, gut, okay. Keine Ahnung, warum wir so viel Pech haben, aber... Was heißt Pech? Eigentlich läuft es gut. Eigentlich läuft es echt gut. Yo, Attack-Rate ist sehr gut. Fast 1000 End. Aktuell keines Tageszeit oder so. Achso, jetzt brauchen wir noch ganz kurz schnell was aus dem Kill-Counter-Shop. Wo ist das Ding jetzt hier? Wo könnte es ja drin sein? Buffs? Nee. Items vielleicht? Was ist ein Item-Buy-Offer? Was ist das denn? Ach so, ja, genau, dieses andere Ding. Item Transfusion, da ist das Ding. Exchanger? Nee. Warum ist es hier nicht drin? Kill Counter und der Character, natürlich. 150 bis 200. Okay, ist relativ günstig. Also aktuell 1727 Gearscore. Oh, das reicht. Ja, easy. Na gut, okay. 6006 Gearscore. Super. Ringmaster ist noch nicht online, deswegen fehlt auch noch ein bisschen Attack. Aber auch Gildenmöbel fehlen aktuell ein paar. Okay. Ah ja, 30.000 Attack. Super. HP-mäßig müssen wir hier ein bisschen was machen auf alle Fälle. Was bringt uns 100? Ja. Naja, okay. Wie auch immer. So, gehen wir rein da. Kann ich angreifen? Perfekt. Jetzt lass mich doch angreifen, Mann. 1,7 Mille macht das hier? Okay, ja, das hat weil irgendwas anders skaliert. Wir könnten allerdings auch ein bisschen schlauer sein. Warum kann ich das jetzt wieder nicht entfernen? Oh, Mann, ist das nervig. Okay. Solo, hier ist keiner drin. Let's go. Okay, ich weiß gerade nicht genau, wie wir es am besten machen. Die haben Dragon 3. Wait, können wir die wirklich. Können wir die one-hitten? Und die wir die one-hitten können, lol. Ja, okay, das geht halt auch klar. Und wie es halt klar geht. Das geht halt mehr klar als gedacht. Holy shit, okay, das läuft gut. Ich meine, braun gefühlt halt irgendwie. Kaum Zeit hier oder so. Was bist du denn für ein kleines Kackviech da? Bist du tanky? Nee, eigentlich. Okay. Ja gut, okay, wir fahren auch ein bisschen Geld, merke ich gerade. Gar nicht mal so wenig. Castium übrigens durch das 20er Schmuckset hier ging ziemlich nach oben. Also wirklich sehr zufriedenstellend. Schaden von denen ist auch sehr zufriedenstellend. Sieht soweit gar nicht mal schlecht aus, eigentlich. Warte mal, kriegen wir gerade XP? Irgendwie haben wir gerade XP bekommen, kurz. Ah jo, ja doch, nee, wir kriegen teilweise XP. Zwar halt nur sehr, sehr wenig und so, aber naja, ein bisschen was. Offi-Feelings und so. Schon fast 40 Mobs gekillt. Krass. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier theoretisch auch den Weapon, also das Weapon-Level leveln können. Das geht jetzt hier gerade nicht so ganz hervor. So, schauen wir mal.
36 Mille nur? Nein. Halt nicht viel eigentlich. Wait, fehlt ein Upcut? Ne, wir haben Upcut an. Hä? Warum sehen wir das nicht? Okay, warum auch immer. Egal. So, 53 Mobs schon gekillt. Ja, aber das läuft gut irgendwie, oder? Das läuft schon verdammt gut. Ich meine, das war im Prinzip schon der erste Boss. Der erste Mitboss, meine ich, sorry. Ja. Sieht nicht schlecht aus, eigentlich. Ich meine, ich überlege gerade, was wir machen. Wir brauchen halt vielleicht noch einen Attack, eine Class für. Wobei, nee, für GW. Nee, wisst ihr was? Wir machen eine HP und eine. Und eine PvE in der Klasse. Im GW zählt halt einfach eh nur HP. Der Rest ist eigentlich eh scheißegal, effektiv. Wie sagt man Boxen? Es ist nicht wichtig, wie viel du austeilen kannst und wie viel du einstecken kannst. GW ist es nicht anders. So, und weg damit. 36 Mille sind für uns immer gar nichts mehr effektiv. Geht halt echt. Ah, wir haben noch die Dungeon-Portal-Gates-Dinger hier. Ja, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht mehr so viel HP. Wir könnten halt echt ein bisschen zurückschrauben. Es laufen aber aktuell auch gar keine Skills oder so, also keine Sachen hier irgendwie. Na komm, stirb. So, und ab zum Boss. Oder mit Boss. Ach, okay. Oh, okay. Hey, 2 Stunden. Ja, genau. Wait. Können wir nicht sogar noch irgendwie was craften vielleicht? Item Crafting. Ein Ballon zum Beispiel. Was haben wir sonst noch alles? Christmas Care kann man noch. Das haben wir die ganze Zeit schon craften können. Ich bin auch blöd. Ja, why not? Why not? 50 Attack mehr. Lol. Das war mehr als 50 Attack. Also, mein Pet fehlt. GG. Ja, sieht aber nicht schlecht aus, oder? Also, ich finde, schadenstechnisch und so schaut das Ganze halt echt okay aus. So, wo zur Hölle bin ich? Jetzt bin ich. Was? Dungeon ist finished? Warte, was? Das war der Boss? Gab es nur 2? Hä? Ich dachte mir, das ist der erste Mid-Boss. Lol. Ja, klar, das hätte natürlich noch ein bisschen mehr gekillt und so. Ja, klar, das war der Boss. What? Okay, wir haben einfach nichts gedroppt. Schön.